Hey Leute, es ranken sich immer noch sehr viele Fragen um das neue Assassin's Creed, das als nächstes rauskommen wird. Die meisten gehen anhand der Leaks jetzt davon aus, dass es Assassin's Creed Phantom wird. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Da kommst du hin. Da kommst du hin, wenn du oben aufs i-Pünktchen klickst. Jetzt stellt sich allerdings nicht nur die Frage, wie es in der Vergangenheit aussieht, sondern was eigentlich dann in der Gegenwart passieren wird. Denn es soll auf jeden Fall eine Gegenwartstory geben. Darauf gehen wir in diesem Video ein. Für mehr solcher Videos vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt? Naja, viel Spaß. Also, es ist natürlich eine mehr als berechtigte Frage, wie es um die Gegenwart steht. Dafür müssen wir ein wenig die Vergangenheit durchleuchten. Und zwar ganz zurück zu Desmond Miles. Denn das war der erste Protagonist, den wir spielen konnten. Wir erlebten mit ihnen die Abenteuer von Altair, von Ezio und sogar von Connor bzw. auch Haytham. Also auch wenn die Ezio-Teile eine Trilogie waren, so war eigentlich, wenn man Ezio mal als ein Teil sieht, quasi Desmond eine gesamte Trilogie. Und dann starb natürlich Desmond. Daraufhin stellte sich die Frage, wie soll man nach Desmonds Tod weitermachen? Viele Fans waren nämlich mehr als schockiert. Woraufhin man im vierten Teil eigentlich sich selber oder beziehungsweise einen unbekannten Assassinen gespielt hat. In Unity ging das Ganze weiter und in Syndicate fand er auch das seinen Abschluss. Das heißt, wir hatten dann nach Desmond eine weitere Trilogie, in dem wir einen unbekannten Assassinen-Novizen gespielt haben. Nachdem dann die Fans aber schon fast ein bisschen angepisst waren, musste sich Ubisoft was einfallen lassen. Somit kriegten wir dann Layla, mit der wir dann Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey und Valhalla hatten. Also eine eigene Trilogie. Und jetzt Spoilerwarnung. Denn jetzt müssen wir leider auf das Ende von Valhalla eingehen. Wir hatten also eine eigene Trilogie mit Layla. Sie begegnete William Miles, dem Vater von Desmond, und Sean und Rebecca. Ganz am Ende begegnete sie auch dem Leser und wir wussten ganz ehrlich alle, dass das Desmond war. Der sagte, sie muss allerdings aus dem Animus raus, sonst würde sie sterben. Sie hat gesagt, das ist scheißegal, Hauptsache sie finden einfach mal ein bisschen mehr raus. Über den Animus, über Zeitlinien und so weiter. Was wäre wenn Szenarien? Dementsprechend wussten wir, okay, das mit Layla ist jetzt vorbei. Woraufhin Basim, ein alter Assassine, wieder zum Leben erwacht ist. Damals hießen sie ja noch die Verborgenen und er lebte in der Zeit von Eivor. So, der ist jetzt quasi nach 1000 Jahren wieder da. Und ganz am Ende können wir mit ihm in den Animus zurückkehren, um weiterhin die Storyline von Eivor zu erkunden. Er sagte allerdings zu Sean und Rebecca, er würde ganz gerne William Miles, den aktuellen Meisterassassin, persönlich begegnen für einen geistigen Austausch. Dementsprechend ist es natürlich nicht abwegig zu sagen, dass es jetzt mit Basim weitergeht. Also erstens, es wäre durchaus möglich, dass es jetzt quasi erstmal mit Basim weitergeht. Nachdem allerdings immer wieder nur Trilogien gemacht wurden, wäre es auch möglich, dass Basim hier ein Charakter wird, der in einer Trilogie zu sehen ist. Oder es wird der erste Charakter, der nur in einem Game gezeigt wird. Denn ihm ist nicht zu trauen, das ist ganz klar. Und wir glauben auch, dass er wahrscheinlich sich später als böser herausstellen wird. Also ja, er kommt auf jeden Fall in Frage für den nächsten Teil in der Gegenwartstory. Eine Rückkehr von Layla oder eine Rückkehr von Desmond ist ja aktuell auszuschließen. Aber nachdem wir ja das Edentuch hatten, das ja Tote zum Leben erwecken kann, wäre auch das gar nicht auszuschließen. Allerdings sehen wir das etwas als unwahrscheinlich an. Eine erhoffte Fantheorie ist es, dass Desmonds Sohn endlich ins Spiel kommt. Für viele, die jetzt sagen, hä, Desmond hat einen Sohn? Oder hat einen Sohn? Ja, dem ist tatsächlich so. Es wurde immer mal wieder Anspielungen darauf gemacht. Zum Beispiel in Brotherhood gibt es ein DLC, wenn man dort quasi die Erinnerung von Subjekt 16 durchlebt, taucht am Ende Subjekt 16 auf und sagt zu Desmond, die Geschichte muss weitergehen, denk an deinen Sohn. Aber es geht noch weiter. In Teil 4 wird auch schon mal nochmal Anspielungen gemacht auf Desmonds Sohn. Und auch das war noch längst nicht alles. Also es wurde immer mal wieder auf Desmonds Sohn angespielt. Und es wurde auch erzählt, dass er mit 18 ungeschützten Verkehr in New York City hatte. Dementsprechend ist klar,
Er hat einen Sohn. Aber nicht nur das. Der Sohn war zu Desmonds Zeitpunkt, als er gestorben ist, ungefähr 10 Jahre alt. Zumindest kommt das vom rein rechnerischen her hin. Desmond verstarb 2012. Und wie wir ja wissen, rechnet Assassin's Creed tatsächlich wirklich in den Jahren, wo die Games rauskommen. Das heißt, wenn ein Game 2018 kommt, spielt dieses Game auch im Jahr 2018. Also, Desmond starb 2012. Sollte also ein neuer Teil 2022 oder 2023 kommen, so wird sein Sohn damit dann 20 oder 21 Jahre alt sein. Was ein sehr junges Alter ist, aber auch ein erwachsen genügendes Alter, um Relevanz in der Story zu finden. Die meisten wissen ja tatsächlich nicht, dass Desmonds Sohn sogar eine eigene Comicreihe hat, in dem er zum Assassin ausgebildet wird und wirklich langsam in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Woraufhin sich einige Fans, die zumindest wussten, dass er einen Sohn hat, wirklich gewünscht haben, dass Desmonds Sohn endlich in die Geschichte eingeführt wird. Und auch wir hoffen inständig darauf, dass es endlich passiert. Jetzt, wo Desmonds Sohn alt genug ist, wäre das eine Möglichkeit, mal einen relativ jungen Assassin einzuführen, der wirklich noch ganz, ganz am Anfang steht und auch noch dieselbe Blutlinie wie Desmond hat. Dementsprechend hätte die Geschichte mehr als nur Potenzial, wirklich gezeigt zu werden. Also, aktuell ist es, wie gesagt, am möglichsten zumindest, dass es erstmal mit Basim weitergeht. Das ist allerdings etwas, was wir jetzt nicht unbedingt wollen und ihr wahrscheinlich auch nicht. Am allergeilsten wäre es immer noch und wir hoffen immer noch, dass Desmond's Sohn endlich eingeführt wird. Und dass er hoffentlich weitaus länger lebt als nur eine Trilogie über. Was haltet ihr von dieser Theorie? Glaubt ihr, Desmond's Sohn kommt jetzt endlich dran? Glaubt ihr, es wird jetzt Basim? Oder glaubt ihr, dass sogar Layla oder Desmond zurückkehren werden? Oder glaubt ihr vielleicht, dass sogar ein komplett neuer Charakter eingeführt wird? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns das in die Kommentare. Es bleibt auf jeden Fall sehr viel Platz nach oben immer noch zur Spekulation, denn es ist ja so gut wie gar nichts bekannt über den nächsten Teil. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er auf jeden Fall kommen wird. Also dann, meine lieben Assassin-Brüder, lol. Haut rein, bleibt fresh und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.